Dann erzähle ich sehr, sehr gerne von meinem schönsten Quatschclub-Moment. Und zwar, ich erinnere mich, also es war nicht nur mein schönster Quatschclub-Moment, sondern überhaupt der schönste Moment meines Lebens. Ich habe das noch bildhaft vor mir. Da bin ich gut gelaunt zum Quatschclub gekommen und dann hat mich so ein adretter, attraktiver Mann mit so einem Pferdeschwanz und Undercut drum gebeten, so ein bisschen Social-Media-mäßig was zu machen. Und dann hat er mich gefragt, was war dein schönster Quatschclub-Moment? Und ich habe dann geantwortet, mein schönster Quatschclub-Moment war eigentlich auch der schönste Moment meines Lebens. Und zwar, ich erinnere mich bildhaft daran, ich bin gut gelaunt in den Quatschclub gekommen. Und dann hat mich, also ja, ihr versteht. Also es ist wunderschön gerade.